Mercedes hat eine richtig starke Saison, man war nur selten wirklich schlecht. Gegenüber der Vorsaison hatte man sich stark verbessert und deswegen konnte man sogar beide Titel holen. Abdi hat Probleme, auf Tempo zu kommen, aber seine Rundenzeiten waren sehr konstant, was ziemlich gut für ihn ist. Wenn er das Tempo relativ schnell hinkriegt, ist viel drin für ihn. RWRTR kommt vom gegnerischen Team Ferrari, um den Abgang des Weltmeisters zu kompensieren. Mal schauen, ob er es schaffen kann. Das Ziel von Mercedes ist, das Auto schnell zu entwickeln und den leichten Rückstand, den man hat, in Vorsprung umzumünzen. Racing Point hat einen sehr guten Aufwärtstrend letzte Saison. Es hätte sogar mehr werden können als Platz 5, aber man hatte leider zu viele Nullnummern, was definitiv schädlich ist. Niklas ist richtig schnell, das hat man bei den Testfahrten gesehen. Er ist definitiv auch ein Kandidat für gute Platzierungen, vielleicht sogar Podestplätze und Siege. Diablo war etwas langsamer als Teamkollege, aber nicht weit weg zeitlich gesehen. Wenn die beiden sich richtig anspornen, könnten beide noch extrem viel schneller werden, was der Konkurrenz zu denken geben würde. Das Ziel von Racing Point ist natürlich, den Speed von den Testfahrten in die Saison umzumünzen. Dann ist alles möglich. Von Platz 5 bis sogar bis zum Titel. Alfa Romeo Racing hatte eine Saison zum Vergessen. Man war die ganze Zeit nicht konkurrenzfähig, man fiel oft aus und das über die ganze Saison gesehen. Tosajew hatte weiterhin viel mit technischen Problemen zu kämpfen, aber der Speed, den er hingebracht hat, war ganz okay. Johnny konnte zwar mehr fahren als der Teamkollege, war aber etwas langsamer. Vielleicht, wenn man beides kombiniert, wird vielleicht eine gute Saison draus werden. Das Ziel ist natürlich vom Team, die Zuverlässigkeit endlich auf ein Top-Niveau zu kriegen und die Lücke nach vorne zu schließen, um vielleicht öfter Punkte zu feiern. McLaren kam etwas schlecht in die letzte Saison, aber man konnte Gott sei Dank konstante Punktergebnisse einfahren und am Ende freute man sich definitiv über Platz 4. Sasaki hat eine gute Pace und er gehörte zu den schnellsten und fleißigsten Fahrern im kompletten Test. Das Team ist definitiv zufrieden mit seiner Leistung. Sebi war auf Augenhöhe zeitlich und auch von den Runden, die er gefahren ist, wie der Teamkollege. Das kann gut sein, aber vielleicht könnte es auch zu Problemen führen. Das Ziel ist es von McLaren, durch die Konstantheit wieder mit den Top 3 Teams zu kämpfen. Wir werden sehen, ob die es schaffen. Renault ist stark in die letzte Saison gekommen, hat aber auch genauso stark nachgelassen. Am Ende fiel man sogar auf Platz 6 der Teamwertung zurück. Predator ist sehr viele Runden gefahren, die auf einem ähnlichen Zeitniveau waren. Das ist ein sehr gutes Zeichen für das Team. Florian war nicht so konstant wie der Teamkollege und konnte manchmal ziemlich gute Zeiten, manchmal ziemlich schlechte Zeiten fahren. Aber er war trotzdem etwas schneller. Das Ziel ist es, definitiv den Speed mitzunehmen, um sich stetig zu verbessern und am Ende vielleicht öfter mal auf dem Podium zu stehen. Wir werden sehen. Die nächste große Überraschung letzte Saison war Williams. Aber mehr als Platz 2 war nicht drin, dafür war Mercedes zu stark. Aber der Aufschwung war ziemlich gut für das Team und für die Moral des Teams. Red Power hatte Schwierigkeiten mit dem Wagen. Er verlor viel Zeit auf den Geraden und musste versuchen, in den Kurven diese wieder reinzuholen. Weep hatte ähnliche Probleme mit dem Handling. Aber trotzdem war man doch ziemlich nah vorne mit dabei. Wir werden sehen, ob das nur ein Glück war oder ob der Wagen wirklich so gut ist. Das Ziel ist von dem Team, nicht direkt wieder weit nach hinten zu fallen und um jeden Punkt und jede Platzierung, die man sich verbessern kann, zu kämpfen.
Haas hat eine durchwachsene Saison. Man hatte mehr Tiefen als Höhen und eigentlich soll es lieber andersrum sein. Und deswegen fiel man auf Platz 8 der Teamwertung zurück. Ensafte war deutlich schneller, als das Team sich wirklich gedacht hätte. Selber hat man mit einer hinteren Platzierung gerechnet. Das Team ist definitiv glücklich darüber. Und Abt ist der Teamkollege, hatte zwar etwas Probleme und war unsicher bei den Kurvenausgängen, aber er war auch zeitlich sehr weit vorne mit dabei. Das Ziel von Haas ist es, mit guten Ergebnissen die Überraschung der nächsten Saison zu werden. Wir werden sehen, ob gute Ergebnisse wirklich drin sind oder schlechte an der Tagesordnung stehen. Red Bull hat eine schwankende Saison, aber hatte im Gegensatz zu Haas viele Höhen. Mit dem dritten Platz ist man am Ende sehr zufrieden gewesen, aber auch schade, dass nicht mehr geworden ist. Luedo war sehr konstant, aber auch etwas langsamer als der Teamkollege. Aber Konstantheit brachte hier definitiv mehr dem Team als einmal zu schnell sein und dann 5 Runden warten. Sef Habsi wiederum ist auf eine Runde sehr schnell, aber kann diese Zeit wirklich gefühlt jede Runde, fünfte Runde nur fahren. Das muss er vielleicht auch in den Griff bekommen. Das Ziel ist es, mit den beiden Fahrern um Podest, um Siege zu kämpfen und am Ende Platz 3 zu holen. Es geht sogar noch mehr. Toro Rosso hatte eine sehr, sehr schlechte Zuverlässigkeit. Einzig Positive ist, wenn der Wagen mal hielt, war man sehr weit vorne mit dabei. Aldino hatte Probleme, mit dem das Team letzte Saison schon zu kämpfen hatte. Entweder hat man technische Probleme oder der Wagen war manchmal nicht fahrbar. Elias Leon war sehr unruhig in den Kurven, deswegen hielt er sich etwas zurück, um den Wagen nicht unnötig zu beschädigen. Das Ziel von Toro Rosso ist definitiv, die Probleme in den Griff zu bekommen, sich zu verbessern und um Punkte, vielleicht Podeste und wenn es nur ganz gut läuft, um Siege zu kämpfen. Ferrari hatte einen guten Start in die Saison, aber ab Ende oder eher ab der Mitte der Saison war man sehr schlecht und man fiel sogar auf Platz 7 der Teamwertung zurück, was dem Team definitiv nicht gefallen hat. Pro SGE 2210, der Weltmeister, kommt von Mercedes zu Ferrari und gab mit seinem Teamkollegen das Tempo in den Testfahrten zur Freude des Teams vor. Kilua war aber nicht weit weg von den Zeiten des Teamkollegen. Und vor allem, das ist sehr positiv, hat der Wagen ziemlich viel gehalten. Das Ziel von Ferrari ist natürlich, und wie soll es auch anders sein, der Titel. Egal welcher es geholt werden soll, der Fahrer oder der Teamtitel.